Aber natürlich, Tierschutztag ist wichtig. Ich bin aber kein Vegetarier. Ich bin ja selber zweifache Hundemama und ich liebe Tiere. Und ich finde es toll, dass es einen solchen Tag gibt, wo einfach an Tiere gedacht wird und wo man vielleicht auch mal überlegt, was kann man besser machen für Tiere. In Deutschland geht es Hunden, Katzen, alle Lebewesen so gut, aber es gibt ja in ganz Europa viele, viele Länder, wo es einfach zu viele Hunde gibt und wo schreckliche Dinge passieren. Und ich hoffe, dass man darauf aufmerksam machen kann und dass sich das wandelt. Wir tun sowieso viel für Tiere in Not und so. Und dafür, ein Tag ist sehr wichtig, aber wir machen das die komplette Jahr. Es ist nicht, dass wir nehmen nur einen Tag dafür. Ja, wir haben selbe Tiere. Wir haben einen Dackel, ich habe zwei English Toy Terriers und ja. Viele Fische. Ja. Sieben Hühner. Die liegen auch blaue Eier. Nee, was ich wichtig finde, ist, dass man darf nicht vergessen, dass so viele an dem Tag, die tun nur so, als ob sie da sind und gerne helfen. Und dann vergessen sie 364 Tage dann wieder das. Und es ist schön, wenn man sich einfach engagiert, Sachen macht. Man muss nicht immer vor der Kamera machen oder zeigen. Man macht das auch, weil man liebt und man so Tiere gerne hat. Genau. Und das macht man immer. Und das kann ich für uns allen sagen. Und diesen Tag ist einfach nur wichtig, nochmal zu zeigen, wie nötig Tiere das eigentlich hat, dass wir wirklich aufpassen und wirklich über die Tiere auch gut kümmern können. Giovanni wollte was sagen, glaube ich. Heal the world, make it a better place. Wie wichtig findest du Tierschutz? Super wichtig, weil ich habe ja selber auch zwei Tierchen zu Hause. Ich habe zwei weiße Schnuffi-Langhaar-Perserkatzen und denen geht es allerdings sehr gut. Die haben echt ein super Leben. Aber wir machen das ganz oft, wenn wir für unsere Tiere Essen kaufen und Streu und alles, dass wir eine große Palette gemischtes Futter für verschiedene Tiere noch in die Sammelbox werfen, für die Tierheime und so weiter. Also so im Kleinen tun wir auch was dafür. Also unabhängig davon, dass wir Fleischesser sind, ist nicht, außer man ist Veganer oder so, ist es ja auch Fleisch oder so. Und sobald man, oder wenn man Tiere halten kann in ihrer ganz normalen Umgebung, bis sie dann halt doch irgendwann getötet werden, ich denke schon, dass man das unterstützen sollte, weil diese Massentierhaltung will kein Mensch mehr haben. Also das ist einfach, auch unter Bio gibt es ja mittlerweile auch, nicht immer biologische Geschichten. Und dann heißt das irgendwie so ein Hund hat irgendwie ein paar Zentimeter mehr Platz. Und man denkt, das ist ja nicht das, was man eigentlich meint, so eine normale artgerechte Haltung. Aber wir fressen halt einfach alle viel zu viel Zeug. Darum wird das auch gemacht, immer Angebot und Nachfrage. Wenn wir uns ein bisschen reduzieren würden, würde es den Tieren eigentlich auch ein bisschen besser gehen, weil die Leute damit nicht mehr so ein Geschäft machen können. Ne? Natürlich ist der Tierschutz wichtig. Ich engagiere mich jetzt nicht ganz speziell dafür, aber ich gucke schon, dass ich so in meinem Umfeld einigermaßen verantwortlich mit diesem Thema umgehe, was eben auch Nahrung angeht und was das angeht, wo man so seine Lebensmittel herkriegt und wo das Fleisch herkommt. Ich esse Fleisch, aber eben ganz wenig und dann gucke ich so ein bisschen, dass es aus der Nähe kommt, auch nicht durch die ganze Welt gefahren wird und eben auch möglichst natürlich aufwächst. Welttierschutztag? Ja, das finde ich äußerst wichtig. Tiere haben ja durchaus weniger Rechte, als wir sie haben und als wir sie in Anspruch nehmen. Trotzdem haben wir das Gefühl, dass dem Tier was zusteht, ja, wie wir mit unseren Haustieren umgehen. Also ich finde das eine super Sache. Ja. Tiere schützen ist gut, weil Tiere haben keine Stimme, Tiere können sich nicht wehren, Tiere können nicht sagen, das tut mir weh oder das möchte ich nicht oder so. Und gerade deswegen sollte man immer das Schwächere schützen, egal in welcher Hinsicht. Sei es Kinder, Tiere, die Natur, das sind einfach alles drei Punkte für mich, die sich nicht wehren können und da sollte man wirklich was machen. Ja, ich finde es immer gut, wenn man sich um Tiere kümmert. Was ich allerdings ganz schrecklich finde, das habe ich neulich gehört, 80.000 Menschen sind im Kinderschutzbund Mitglieder und 800.000 im Tierschutzverein. Und da frage ich mich, da läuft was in unserer Gesellschaft verkehrt. Und die Tierliebe geht meistens doch über die Kinderliebe und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, Kinder und Menschen sollten die oberste Priorität haben. Und ein Tier ist ein Tier und ein Haustier ist ein Haustier und viele Haustiere werden auch vermenschlicht, sind so Partnerersatz oder Kinderersatz. Das ist falsch verstandene Tierliebe, davon halte ich gar nichts. Ich finde Tierschutz total wichtig. Es ist so ein bisschen zwiespältig, weil ich ja auch Mama bin. Ne? Es ist so, dass der Tierschutz manchmal so groß geschrieben ist und die Kinder vernachlässigt werden dann auch umgekehrt. Aber ich finde beides total wichtig. Also ich habe ja mal zwei Hunde aus Spanien mitgebracht. Habe aber jetzt erfahren, dass es nicht im Sinne des Tierschutzes war, weil wenn man die Hunde dann da von den Leuten auf dem Markt kauft, dann bringen die ja wieder Tiere auf den Markt. Aber die taten mir so leid und die sind bei den guten Familien gelandet, das hat super funktioniert. Also ich finde das schon, die können sich nicht wehren. Ich meine, die können nicht sprechen. Man muss denen helfen.